Hi Leute, es ist jetzt gerade 11.43 Uhr, ich habe eine 10.43 Uhr, ich habe eine Freistunde und genieße ein bisschen die Sonne, aber ich werde heute noch lange Unterricht haben, deshalb mache ich das jetzt. Ihr habt eure ZP hinter euch, ihr habt jetzt Mathe hinter euch, ich hoffe, ihr habt auch alle die Noten, die ihr euch erhofft habt und müsst nicht in die Nachprüfung. Wenn doch, dann wünsche ich euch dafür natürlich auch viel Glück. Ich werde dazu auch nochmal ein Video machen, was euch dann da erwartet. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken. Viele haben mir geschrieben, wie viel ich euch geholfen habe, wie viel hilfreiche Tipps ich euch gegeben habe, dass ich ein Ehrenmann bin, dass ich ganz viel Gutes bei euch mit meinen Videos bewirken konnte. Gestern hat auch jemand gesagt, dass das einfach mal gut getan hat, ein Motivationsvideo zu machen. Alles ganz tolle Rückmeldungen. Ich habe eine private Nachricht bei Facebook bekommen, wo einfach auch nochmal geschrieben wurde, wie hilfreich meine Videos waren. Und ich muss mich bei euch bedanken, denn ich hätte diese Videos nicht so lange machen können. Ich hätte nicht so viele Stunden da rein verbringen können, wenn ich nicht euer Feedback bekommen hätte. Wenn ich nicht von euch diese Rückmeldung, diese Energie bekommen hätte, hey, Herr Merz, das bringt uns was wir da machen. Das hilft uns, das... Die ganzen Kommentare, das war ja eine ganz große Eigendynamik. Es gab ganz viele von euch, die auch auf Fragen dann auf einmal geantwortet haben, die kommentiert haben, die sich gegenseitig geholfen haben. Und das war so schön, das hat einfach so viel Spaß gemacht, mir selber, dass ich halt eben ganz viel Energie auch da reinstecken konnte. Ne, wenn ihr halt eben da einfach nur ein paar Klicks gehabt hättet oder so, das hätte nicht so geklappt. Also von daher, das haben wir gemeinsam geschafft. Und ich hatte irgendwie das Gefühl während der ZP, dass ich halt eben nicht nur der Lehrer für meine Schüler bin, sondern dass ich irgendwie für euch alle ein bisschen der Lehrer sein kann. Und das hat Spaß gemacht. Und deshalb, legt die Beine hoch ein bisschen jetzt. Genießt das, dass ihr eure zentralen Prüfungen hinter euch habt. Ich hoffe, die Leute, die viel Stress haben, die fahren jetzt auch wieder ein bisschen runter und merken, es war gar nicht so schlimm. Ne, man macht sich vor solchen Prüfungen immer verrückt. Aber das muss man nicht. Ne? Ihr seht, ich habe auch ganz schön Augenringe. Ich werde also jetzt die nächsten Tage auch mal ein bisschen weniger Videos machen und ein bisschen mehr schlafen, weil das war auch echt anstrengend für mich. Und ich kann nachvollziehen, wie das für euch war, die dann teilweise um 3 Uhr, um 4 Uhr, um 5 Uhr geschrieben haben noch. Also, erholt euch. Habt ihr euch verdient. Tschö. Euer Lehrer, euer YouTube-Lehrer Oliver Merz. Tschö.